Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Diesmal geht es darum, das Thema Wohnen zu besprechen. Wie unschwer erkennbar befinden wir uns in einer Wohnung, nämlich um genauer zu sein in meiner. Also willkommen, Marc. Herzlichen Dank, eine wunderschöne Wohnung. Ja, danke. Ich bin auch ganz happy und vor allem noch zu einem moderaten Preis. Das bringt mich gleich zur ersten Frage. Wie sieht es denn mit den Preisen aus? Fallen die jetzt? Vor allem hast du einen moderaten Preis für Berliner Verhältnisse, das muss man immer dazu sagen. Die Preise für Wohnungen fallen, ja, was die Kaufpreise angeht, was die Mieten angeht, nein. Wir haben immer noch einen sehr, sehr engen Markt, wir haben zu wenig Wohnungen, wir haben immer noch eine große Nachfrage nach Wohnungen, das heißt, die Mietpreise gehen eigentlich noch weiter nach oben. Auf der anderen Seite haben wir die Kaufpreise, das ist dann eher kapitalmarktseitig getrieben, Finanzierungskosten sind teuer, das heißt, teure Wohnungen sich zu leisten, ist jetzt überproportional teuer geworden, weil man eine hohe Zinslast hat. Und damit fällt eigentlich durch die Bank flächendeckend, haben die Wohnungspreise angefangen nachzulassen. Jetzt wirklich in allen Standorten? Also ich wohne ja, sage ich mal, Innenstadt, vielleicht Grenze zum Umland. Wo wohnt sich denn jetzt am günstigsten? Am günstigsten wohnt sich im Grunde nach wie vor da, wo es vorher auch günstig war. Also in C-, D-Städten. Da ist die Belastungsquote der Haushalte am Haushaltseinkommen deutlich, deutlich geringer als in den großen Städten, in den Metropolen hier. Und ich glaube auch, dass das längerfristig ein Thema sein wird und dass sich dann viele umschauen werden, muss ich tatsächlich noch in Berlin wohnen oder funktioniert vielleicht auch Spandau, vielleicht funktioniert Potsdam, wo ich halt einen Ticken günstiger wohnen kann. Aber das Thema, dass die Wohnungspreise, Hauspreise angefangen haben zu sinken, ist tatsächlich ein flächendeckendes, weil es eben mit den Finanzierungskonditionen zu tun hat. Du hast gesagt, okay, sie werden einen Teil fallen, aber wie dramatisch ist denn die Lage wirklich? Na, so dramatisch ist sie tatsächlich nicht. Eben weil die Mietmärkte nach wie vor sehr, sehr stabil sind, damit hast du einen relativ stabilen Income und damit lohnen sich Wohnungen, Wohnimmobilien nach wie vor auf der Investmentseite. Es ist vielleicht ein Tacken schwieriger in den großen Metropolen, wo wir irgendwie vor 2 Jahren noch mit Faktoren vom 45-fachen zu tun hatten. Das sehen wir jetzt schlicht nicht mehr im Markt. Also wir sind deutlich, deutlich runtergegangen, einfach weil sich die Dinge nicht mehr rechnen. Aber wirklich dramatisch werden die Einbrüche meiner Meinung nach nicht sein oder werden, eben weil der Mietmarkt nach wie vor sehr stabil läuft und gut funktioniert. Und glaubst du, dass der Transaktionsmarkt dieses Jahr wieder anläuft oder glaubst du doch erst nächstes Jahr, was so das Thema Wohnen angeht? Er wird wieder anlaufen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber wir werden nicht alle Player wieder im Markt haben. Also die auf Finanzierung angewiesen sind, da sind wir wieder bei dem Thema Finanzierung, die werden wahrscheinlich noch länger brauchen, um sich an die neuen an das neue Umfeld gewöhnt haben. Auf der anderen Seite Investoren, die mit viel Eigenkapital kommen, die haben jetzt einen Markt, wo es witzigerweise relativ viel Produkt gibt und wo die Nachfrage oder wo der Markt weniger crowded ist. Das heißt, die können jetzt zum Zug kommen. Und ich glaube, da werden wir deutlich mehr sehen, angefangen in der zweiten Jahreshälfte. Ja, klasse. Also danke schon mal, Marc, für die Einblicke. Ich bin jetzt gespannt, was Thomas dazu sagt.